aufgrund dessen, dass die letzte Clicker-Jubel-Folge ja doch ein bisschen kürzer geworden ist, weil wir natürlich, weil wir auf ihn warten müssen, hier nicht so super extrem vorankommen, habe ich mir gedacht, ich mache doch wieder Doppelfolgen, dafür mit kürzeren Parts, lohnt sich halt. Soll er erst gucken, was hat es hier ergeben. Nicht viel. Gut, wir nehmen erstmal hier unseren Jüttenheimer. Wer kommt auf so einen Namen? So. Ja, die Dinge habe ich gerade direkt kurz vor der Aufnahme aktiviert. Darf man also getrost ignorieren. Die Frage ist halt, wie weit kommen wir jetzt? Also Level 205 schaffen wir auf jeden Fall nicht. Nicht bei der Geschwindigkeit. Leider bekommen wir hier mit unseren... Wir bekommen weniger, als wir jetzt bereits haben. Das ist irgendwie schon traurig. Selbst mit dem bekommen wir gerade mal genauso viel, wie wir jetzt bereits haben. Das geht doch gar nicht, Alter. Das ist doch... Ich würde mal sagen, wir machen hier erstmal ein bisschen Aufräumarbeiten und pushen hier unsere Typen auf ein angenehmes Level. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Oh, muss ich erstmal. So. Level 1000, ist ja geil. Ja. Oh, Level 205 haben wir doch geschafft. Sehr schön. So. Hat das hier irgendeinen Effekt gebracht? Ne. Absolut. Obwohl, doch. Jetzt bekommen wir zumindest mehr, als wir hätten. Aber genauso viel wie davor. Eben, die haben einfach nur jetzt gerade sehr viel ausgegeben. Das ist alles traurig. Das ist echt traurig. Warum muss der Preisunterschied zwischen den beiden so extrem hoch sein? Das ist traurig. Na gut, warten wir noch ein bisschen, bis wir Level 209 erreicht haben. Gucken, wie viel uns die Söldner dann einbringen. Und dann, ja, werden wir erstmal die Söldner besöldnern.
weiter geht's ja erstmal dann nicht. Gut. Das ist so ein Witz. Das ist noch mehr ein Witz. Boah, Alter, ernsthaft. Was soll denn das? Das ist traurig. So, damit können wir uns überhaupt nichts leisten. Für den Level kriegen wir nicht. Ne. Da brauchen wir noch eine Menge Geld. Mal gucken, wie viel für die andere. Ja doch, so könnte der. Ach nee, halt, ist ja noch gar nicht fertig. Guck mir den Falschen an. Nee, das wird nichts. Wir können uns also maximal 5 Level kaufen. Das bringt absolut gar nichts. Das bringt sowas von nichts. Ah, ein Rubin noch. Weiß aber auch nicht, ob wir doch noch mal eine Ascension machen sollten, um noch mal unsere Dinger hier ein bisschen aufzuforsten. Das dauert halt auch wieder ewig. Vor allem, wir hätten jetzt 33. Das würden also 50 Helden zählen. Das würden hierfür gerade mal 2 Level reichen. Das bringt also hier nichts. Das Bett ist aber nur für inaktiv. Heißt also, die schließen sich gegenseitig aus. Alternative wäre, wir hätten noch irgendwas anderes, was uns irgendwie einen Bonus gibt, aber ist halt nichts. Das ist alles eher so lala. Schwachsinn. Oh, wir haben den. Na gut, den 210er Bus haben wir natürlich nicht geschafft, das war klar. Gut, in 30 Sekunden sind die Dinger wieder runter, dann kann ich die ja benutzen. Mal gucken, ob wenn ich hier ein bisschen mitklicke. Was bringt? Ah, doch, könnte tatsächlich was werden. Ah, doch, das wird was. Wow, jetzt habe ich wieder keinen kritischen Treffer. Jetzt kommen wieder ein paar. So, okay, hätten wir. Das ist doch hoch relativ weit oben, oder? Ja. Na, also, gut, relativ nicht, aber es bringt halt uns effektiv nichts. Wir haben jetzt hat er praktisch so viel bekommen, dass er 0,5% unserer gesamten Leistung bringt. Das ist absolut ein Witz. Er hier müsste was bekommen. Kriegt er aber leider nicht. Was das angeht, haben wir echt Pech. Richtig. Das ist halt auch so ein Witz, ey. Das ist. Wow, 200. Das wird immer wieder.
Okay, mal gucken. Wir haben jetzt eine Kombo von fast 500.000. Das heißt, angenommen, wir haben, ja, sagen wir mal, 1 Million. Dann hätten wir quasi 1 Million, 10.000. Fisch. Yeah, wir haben Rubin bekommen. Okay. Damit haben wir das Limit auch wieder erreicht. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, mache ich jetzt hier wieder kleinen Break. Weiter kommen wir jetzt erstmal nicht. Wir müssen halt tatsächlich einfach warten, bis wir wieder ein bisschen Geld gesammelt haben. Ja, da sehen wir uns also gleich wieder. Was ist hier los? Achso, ja, komm. Wow. Es wird einfach mal besser. Ist das Bild. Oh mein Gott. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, Level 215 schaffen wir auf jeden Fall. Achso, nein, okay. Ich kann es mal versuchen, vielleicht haben wir das Level 215, aber ich bezweifle das, außer wir haben wieder ganz viel Glück mit Glückstreffern, also hier mit diesen kritischen Treffern. Na komm, aus 2 Monster, da habe ich es doch geschafft. Gut. Okay, bumm. Das heißt, ich versuche mal, ob wir es auch ohne meine Zuhilfe tun schaffen. Wahrscheinlich nicht. Gut, das heißt also, ja. Ich habe vergessen, meine Musik auszuschalten. ja, wir bleiben erstmal bei dem Level und dann sehen wir uns dann zur nächsten Aufnahme gleich wieder. Bis gleich. Ciao, ciao. So, willkommen zu Hero Fischer. Fisch? Spaß, nee. Hero Klicker. Klicker. Klicken wir mal hier. Was haben wir? Aha. Ah, okay. Ja. So. Wir haben 934. Okay, ja, easy würde ich mal sagen. Gott. So. Okay. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt mal die Dinger ein bisschen gesonnener einsetzen. Das heißt, bei dem nächsten Boss setzen wir erstmal nur Item 2 ein. Dann gucken wir mal weiter, wie lange das reicht. Ja, wir haben hier bloß eine einzige Einnahmequelle und das ist ein absoluter Witz. Von daher können wir uns darauf eher nicht zu verlassen.
Gut, ich glaube, wir machen wie folgt. Bei dem nächsten Boss nehmen wir. Macht das Sinn? Nee. Ich guck mal, wie wir mit 1 und 2 vorankommen. Wenn es zu träge sein sollte, nehme ich noch die 3 dazu. Ja. Wäre schön, wenn wir nur 1 und 2 brauchen. Das wäre geil. Dann würden wir nämlich noch ein paar mehr Bosse schaffen. Halleluja. Übrigens ist mir was Witziges aufgefallen. Ich habe vorhin noch einen Rubin bekommen. Wir haben in dieser Ascension 26 Rubine bekommen statt 25. Ich habe keinen Plan, warum. Das einzige wäre vielleicht, weil wir das bei dem einen Fisch 2 bekommen haben, dass man praktisch nicht maximal 25 Rubine bekommen kann, sondern maximal 25 Fische, die Rubine bringen. Das heißt, wenn man praktisch Fische hat, die mehr als ein Rubin bringen, dass man dann quasi den um drauf hat. Aha. Oh doch, das passt. Okay. Geil. Das ist schon mal ganz cool. Also mit 1 und 2 schaffen, ja, reicht quasi aus. Ist doch ganz geil. Bumm. Das heißt also, wir haben den, den Glückstreffer für den, der, die das nächste. Eis, Eis, Baby. Mann, Alter, ich hätte gerne Hüttenheimer. Arsch. Genau, hätten wir das denn fürs nächste, für den nächsten Boss? Für den, genau, genau, doch, das für den nächsten Boss, das können wir dann zurücksetzen. Für den nächsten Boss können wir dann wieder das in Kombination mit dem Verdoppler benutzen. Das heißt, wir können jetzt, wenn die Bosse nicht zu schnell, zu stark werden, tatsächlich fast 3 Bosse töten. Das wäre ganz geil. Wäre das. Ups. So. Ich frage mich echt, ob wir heute noch die Marke hier erreichen. 1E40, Alter, ist doch. Boah. Das ist von dem, was wir jetzt haben, das 100.000-fache. Das ist. Also knapp das 100.000-fache. Das. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ja, normalerweise ist halt so gedacht, dass du jetzt halt noch ein paar Ascension machst. So lange, bis du halt so stark bist, sage ich jetzt mal, dass du halt locker bis dahin kommst. Das Problem ist, jetzt hier noch 20 Ascension zu machen, das dauert halt ewig. Deswegen hoffe ich mal, dass wir hier mit der Combo uns quasi so durchdrücken können. Wir haben schon 42. Lol. Okay. Ich bin mich immer gespannt, wie viele Heldenseelen werden. Oh mein, hier Transcension Souls oder wie die Dinger heißen, würde davon bekommen. E430, oh Gott. Das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen.
Und ich hoffe echt, dass wir nach der ersten Transcension endlich mal hier diese Reiter freigeschalten bekommen, den Clans. Das ist irgendwie gerade echt ein Unding. Mir war es echt so, dass man die Clans schon viel, viel früher bekommt. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, warum wir die Clans die schon bekommen. So, noch ein paar Monster sind sogar bei Level 225. Der nächste Boss. Bin ich dann mal gespannt, ob die Funktion alleine reicht oder ob wir die jetzt schon kombinieren müssen. Die Frage wäre dann echt etwas. Mal schauen. Aber sollte ausreichen. Weil man merkt, wenn wir kritischen Treffer machen, dann geht der Balken gleich extrem runter. Und hiermit ist jeder zweite Klick ein kritischer Treffer. Das sollte also reichen. Sollte reichen. Es muss reichen. Es muss reichen. Oh, noch ein Gegner. Oh, und dann geht's ab. Wie schon mit Katze. Dann geht's ab wie Nachbarn. Yay. Sieht doch gut aus. So, das heißt, wir haben dann die restlichen Fähigkeiten dann für den nächsten Boss. Das heißt, beim nächsten Boss werde ich dann gleich aufs Ganze gehen und werde alle drei Fähigkeiten hier verwenden. Das heißt, ich werde ja 783 müsste ich dann drücken. Genau, 783. Das ist aber heftig. Dann zerficken wir den nächsten Boss nochmal so richtig schön geschmeidig und dann ja. Sind wir zumindest schon mal bei 200, also bei Level 230, dann haben wir bloß noch 70 Level vor uns. Das wird halt nichts. Oh mein Gott. Noch 70 Level, ey, boah. Hat der mittlerweile schon eine Aufwertung? Nee. Wieso wird der nicht mehr wert? Normalerweise müsste der doch immer mehr wert sein, je weiter ich komme. Oder richtet sich das wirklich nur nach meinem Schaden pro Sekunde? Das ist natürlich absolut lame. Das ist Bullshit. Na, mal schauen. 5 Level kriegen wir noch mal rein. Da haben wir schon mal den vierfachen Schaden. Boom. Das jetzt was gebracht? Ja, doch, das hat jetzt was gebracht. Okay. Sehr schön. Das ist etwas. Können wir also bloß hoffen, dass wir hier immer möglichst schnell auf den nächsten 25er Schritt kommen. Das heißt, wir bräuchten jetzt schon 5 E35, um auf den nächsten Vierfachmultiplizierer zu kommen. Dann hätten wir immerhin schon 2 E29 an Schaden. Bin ich ja mal gespannt. Bin ich ja mal echt gespannt.
Übrigens gibt es ein geiles Lied, was ich gefunden habe, jetzt gerade bei meiner Datenbank. Ich kenne ja noch lange nicht auswendig, das heißt also, ich erlebe selbst immer wieder Neues, sowohl bei meinen Bildern als auch bei meiner Musik. Und ich habe gerade letztens ein Schmuckstück gefunden, und zwar... Danke. Ach was, komm. Wir machen es mal hier vor der Lautstärke. Genau, vor der Lautstärke und dann immer gib ihm. Ja gut, das war natürlich. Bitte von Anfang an starten. Wird das Herz warm. Ja, ich habe keine Ahnung, ob man es überhaupt jetzt auf YouTube hört oder ob ich es wieder rausschneiden musste.
Auf jeden Fall, wenn man es gehört hat, hat man es gehört. Wenn nicht, dann halt nicht. Und geht ihr mal in den Hintergrund? Ich habe keine Ahnung. Danke. So. Und weg mit dir. So, ja. Gut, wir hier können jetzt erstmal nichts mehr machen, weil das nächste wäre dann, wie gesagt, hier Level 250. Da brauchen wir aber noch eine Menge Schotter für. Von daher würde ich das dann halt in der nächsten Aufnahme erstmal. Vielleicht schaffen wir es bis dahin. Aber ich sag mal so, 5:35 sollte man bis zur nächsten Aufnahme schaffen. Sind ja bloß 3 Stunden maximal. Ah ja, 2,5 Stunden eher. Mal gucken. Ich mache wahrscheinlich 17 Uhr oder so. Muss mal gucken. Ja. Bis dahin können wir jetzt erstmal hier nichts mehr machen. Wir stagnieren wieder. Von daher. Ciao mit Frau.